So, wir kommen wieder zurück. Ja, auf jeden Fall sind wir ja gerade ein bisschen hier, ein bisschen mit Rätseln. Das ist ein reines Wimmelbildspiel, wie ich merke. Und die jetzt erst gerade eingeschaltet haben bei der Folge, sage ich mal, willkommen bei einer neuen Let's Play-Video von Falling Shadow. Schatten der Kindheit. Und ich freue mich, dass ihr euch hier eingeschaltet habt, um mit mir hier das zu schauen. Die Tür des Arbeitszimmers ist abgeschlossen. Ja, warum wohl? Was soll ich jetzt hier machen? Wer ist dieser Mensch? Ein von Opas Freunden könnte fast Unmut starben. Ich hätte wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, ich würde einfach hier sein. Wer hat denn so ein Schloss, bitte? Muss nach oben. In der dunklen Kältenschlaf hüllt mich. Ich höre Stimmen, Schatten ziehen vorüber und ich höre hin in der reinen Botschaft. Gottes Willen. Sind wir jetzt durch oder was? Das wäre es ja jetzt noch. Finde mich. Ja, was war denn das für ein Traum? Ich habe nur eine Maske gesehen und das war's. Finde die fehlenden Kreuze. Na super. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, noch zwei fehlen mir. Eins. Wo ist denn das letzte? Ich sehe es gerade nicht. Ja, sag mal. Wo ist denn das letzte? Ich muss einen Tipp machen. Ach da. Oh. Kommen sich denn hier Kreuze ranhängen, ey?
So, geschafft. Ich bin wirklich bei Voodoo-Priestern gelandet, wenn ich das richtig kann. Ein seltsames Spieluhr. Einige an. Oh. Ein Wimmelbildspiel. Ja, juhu. Zigeunerpuppe. Was ist denn eine Zigeunerpuppe? Eine Haarwurst habe ich hier. Ein Haarchen. Ein Lächeln. Eine Schriftrolle. Ein Babyarm? Du Scheiße. Du heilige Leune, die Puppe sieht da auch sehr super aus. Dublone und Dublone. Dennoch eine Schriftrolle, ein Lamm. Eine Schriftrolle. Ein Hase. Und eine Pillendose. Brauche ich nur noch einen Hase und eine Pille. Das ist jetzt die große Frage. Wo sind denn diese zwei Sachen? Das soll die Pillendose sein? Okay. Jetzt brauche ich nur noch den Hasen. Gottes Willen. Wo ist denn hier ein Hase? Ich sehe eine Katze, ein Schwein, ein Hummer hier, eine Ente. Doch, da unten. Wieder ein Wimmelbildspiel. Ja. Ich beendige erstmal die Aufnahme und sage dann bis zum nächsten Mal. Ich mache das Video leider ein bisschen kürzer. Weil ich jetzt gerade im Moment keine Zeit habe an dem Tag, wo ich das aufnehme. Und es tut mir auch überhaupt leid, aber
Dafür mache ich denn morgen ein paar mehr Videos, also am 23. direkt, wo das erste Video rauskommt davon. Und hoffe ich mal, dass alles denn klar ist. Dann sage ich denn bis zur nächsten Folge.